Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Rathoto, bei der Sofa-Crew. Ich bin ja mit meinem Rathaus-Sechser, eigentlich ist er gar kein Sechser mehr, deswegen auch Rathaus vergessen. Ich habe dieses Rathaus hier total vergessen, irgendetwas weiterzumachen. Also, wir haben ja, glaube ich, im Stream von Sonntag gesehen, nein, nicht Sonntag, ich komme auch mit der Zeit total durcheinander, von Mittwoch gesehen. Ich habe das Lager hier gebaut, das ist jetzt auch endlich fertig. Und ich habe ja auch angefangen, das Armeelager zu bauen, das ist jetzt auch fertig. Das heißt, das würde ich auch weiterbauen, denn ich will möglichst schnell die 200 Truppen haben, die ich hier zur Verfügung stehen habe. Das heißt also, wir schmeißen erstmal das Lager jetzt an, einen Tag. Und ihr seht das hier, in 12 Stunden ist auch mein Labor fertig. Dann kann ich auch weiter forschen, meine Truppen. Was habe ich eigentlich noch gemacht? Ja, ich habe natürlich hier oben die beiden kleinen Kanönchen einmal rausgeholt und habe sie einmal gelevelt. Dauert 15 Minuten, genau wie den Bogenschützenturm hier. Und was haben wir noch gemacht? Ja, und die Kaserne hier habe ich auch auf ein Level schon mal gebracht, damit ich die Bartstruppen nachbauen kann, die ich im Moment baue. Und ihr seht das hier, meine Mauern sind jetzt schon wieder golden. Und was ich natürlich dringend machen muss, das sieht man immer an dem roten Ausrufezeichen hier. Ich muss dringend eine neue Base bauen, weil das ist noch meine Rathaus 6er Base hier. Und ich will mal gucken, 9 Stunden dauert es, bis der Clankrieg anfängt. Und ich will mal sehen, was ich mit dem letzten Bauarbeiter hier eigentlich noch aus dem Shop holen kann. 8 Stunden der Minenwerfer hier, der Mörser oder Mortar heißt er im Englischen. Ich glaube, wir nehmen die Air Defense. Die brauchen nur 5 Stunden. Die könnte wichtig sein. Ich meine, gut, auf 1 bringt die jetzt nicht ganz so viel, aber ist immerhin dann schon mal die dritte hier drin. Ja, und was muss ich hier natürlich machen? Ich muss natürlich farmen. Und während ich hier einen Gegner suche, da kann ich euch schon mal sagen, vielen lieben Dank, Leute, für die richtig vielen Kommentare unter dem letzten Dorfbesuchsvideo. Ich hätte, meine Herren, also damit kann ich einige Folgen füllen. Das braucht ihr nicht denken, dass ich die alle in einer Folge abfrühstücken kann. Das waren satte, ich muss mal eben schauen, 49 Kommentare, die so durchgingen. Das heißt also, da hat das auch mit der Tech super geklappt. Also die haben ja ihre Tech ohne Hashtag reingeschrieben. Das heißt, dort sieht man den Kommentar sofort. Und wir haben noch, ich habe noch 15 Kommentare, die muss ich noch freigeben. Das sind halt dann die, die ihre Hashtags noch mit reingeschrieben haben. Ist aber nicht so schlimm, das werdet ihr in den nächsten Tagen sehen, euren Post dort. Und dann kommt ihr sicher mit in die Videos rein, aber ich kann euch noch nicht sagen, in welche Videos beziehungsweise in welche Folge. Das wird sicherlich, wenn es denn die nächste Donnerstagfolge wird, nicht so sein. Da werden natürlich welche drin sein, aber ihr wisst das selber, 10, 15 Stück oder so, das war es dann auch. Und mehr geht an der Stelle nicht. So, wir bauen mal eben ein bisschen was nach. Wir brauchen nicht so viele Barbaren. Im Moment farm ich noch mit Bartsch, aber ich werde natürlich umstellen irgendwann auf riesen Kobolde. Die sind zwar ein bisschen teurer, aber ein bisschen effektiver. Ihr seht das hier, ich komme natürlich mit so einer Truppe hier nicht unbedingt in irgendeine Base, um da einen Stern rauszuholen. Das klappt natürlich, wenn die Base ein bisschen kleiner ist, aber auch meine Gegner hier werden ja ein bisschen schwerer. So, gucken wir mal, was wir so machen können. Also, wie gesagt, Dorfbesuche kommen, aber nicht so, wie ihr euch das vorstellt. Boah, der hat zwar viel, aber ich denke mal, der hat viel in den Lagern. Wir mopsen ihn trotzdem mal so wenigstens so ein bisschen was. Ich habe ja noch keine Truppe gelevelt hier, also ich bin ja noch ein bisschen schwach drauf. Aber ihr seht das, auch mein Dunkles geht voran. Also 400 habe ich schon in meiner Box, hätte ich fast gesagt, in meinem Lager. Und ja, man muss ja hier jetzt wirklich kleinkrämerisch sein. Und hier eigentlich mitnehmen, was man kriegen kann. Also auch so ein Gegner hier. Ja, jetzt habe ich natürlich hier den King am Nacken und den Minenwerfer. Das ist aber nicht so schlimm. Wir holen uns hier trotzdem die beiden Lager. Und holen uns auch den Sammler hier, würde ich mal so sagen. Und ich verbrate die Truppen jetzt auch. Mal sehen, wie weit wir überhaupt kommen mit solch einer Armee hier. Über welche Seite gehen wir denn mal am besten rein? Ich habe natürlich, ja, ich habe nur einen Blitz. Das ist ja auch doof. Ich habe nur einen einzigen Blitz und habe einen Heil. Ja, der Heil ist wahrscheinlich noch aus dem letzten Clankrieg übergeblieben. Die habe ich nicht versetzt. Normalerweise nehme ich hier zum Farmen
zwei Blitz mit, sodass wenigstens ein Minenwerfer hier weggeht. Aber ich glaube mal, ja, okay, da kriegen wir noch so ein bisschen was. Nicht wirklich viel, aber ich glaube 100.000 haben wir eben gemopst mit ein bisschen was Dunklem. Ja, 500 habe ich jetzt schon. 10.000 brauche ich ja für den King. Das ist also das nächste Ziel und ich brauche auch ein bisschen Elex, also auch hier unten die Bogenschützen machen hier genau das Richtige, indem sie mir noch die Clanburg hier holen. Okay. Ja, aber wenn die hin ist, dann ist es auch durch. Also die nächsten Ziele, die ich mit diesem Account hier habe, sind natürlich King. In gut zwei Tagen habe ich meine Drachen, das heißt, der nächste Erfolg ist da. Und vor allen Dingen meine echte erste coole CK-Truppe. Und danach, denke ich mal, gehen wir mit dem hier in die Kristallliga hoch. Denn die 250 Gems würde ich mir gerne mitnehmen. Mir fehlt ja immer noch der fünfte Bob hier. Aber ich denke, wir bauen uns erstmal eine neue Base später. Abracadabra, ich habe in der Zeit, wo ich hier auf die Truppen so ein bisschen warten musste, mir schon mal eine Kriegsbasis gebaut. Ihr seht sie hier. Und ich habe sie auch, wir nehmen die einfach mal als Home Village, würde ich mal so sagen. Denn dann habe ich wenigstens eine ordentliche Base. Das, was ich natürlich jetzt noch nicht habe. Ich habe jetzt an der Stelle, wo hier die Kaserne steht, ich gehe mal ein bisschen näher rein, da kommt der dritte Mortar rein, also der dritte Minenwerfer. Und hier oben irgendwo bei der Kanone und bei der Bauhütte hier zwischen kommt noch der Tesla. Denn die beiden Sachen fehlen mir ja jetzt noch in dieser Base. Ich glaube, das war es dann auch, oder täusche ich mich da? Eine Sache, zweite Sache, ja, das ist dann auch gewesen. Und hier unten, wo die Kaserne im Moment ist, da kommt die King-Platte dann letztendlich hin. Jetzt habe ich die Base, das ist natürlich eine Kriegsbase. Ich meine, wer stellt sein Lager dann so weit außen hin? Aber ist egal, ich habe erstmal eine etwas bessere Base als die, die ich glaube ich vorher hatte. Um eine richtige Farmbase, denke ich mal, kümmere ich mich dann, wenn ich mal richtig Lust habe, aber so super viel. Oh, der hat natürlich, oh, der hat richtig viel Ressourcen hier für uns. Allerdings auch immer gerne mal hinter den Lagern. Mal gucken, wie weit oder wie voll hier die Minen und Sammler erstmal sind und ob wir nicht an das eine oder andere Lager denn doch noch drankommen. Das ist auch immer ein bisschen doof hier mit der Maus geklickt, mit der Maus gesetzt. Mit Tablet oder Handy geht es natürlich ein bisschen eleganter. Oh, jetzt wische ich nämlich auch so komisch hin und her und verschiebe eigentlich nur das Bild. Das ist natürlich auch doof. Aber egal, wir kriegen so ein bisschen was mit hier. Das ist schon mal nicht schlecht. Und ich hätte ja fast gesagt, oder lass uns einfach das Rathaus auch mal mitnehmen. So, hier geht nämlich auch noch so das eine oder andere Lager, sehe ich gerade. Der King muss auf jeden Fall auch weg. Und wir brauchen natürlich auch ein bisschen Elex. Gucken wir mal, ob uns das... Oh, das... Ich glaube, das gelingt mir nicht wirklich. Da muss ich hier jetzt doch mal meine Clanburg-Truppen rausholen. Die müssen es jetzt reißen. Kommt, holt euch das Rathaus, denn wir müssen auch noch das Event hier spielen. Und wir können natürlich auch hier an der Stelle... Oh, die nehmen mir da das große Lager noch mit. Das ist natürlich nicht schlecht. Und was kann ich mit dem Blitz eigentlich machen? Kann ich hier den Bohrer... Kann ich da was mitnehmen? Oh ja, da nehme ich ein bisschen was Dunkles mit. Super. Gut gemacht. Alles klar. Oh, da haben wir schon ganz nett was reingeholt. Gar keine Frage. Und wir haben den Sternbonus auch drin. Das ist natürlich auch super an der Stelle. Und wir trainen die auch gleich nochmal nach. Im Moment nehme ich sie halt noch. Nehme nochmal zweimal Blitz mit. Und dann machen wir noch einen Angriff, denke ich mal. Ja, ich denke, ein, zwei können wir noch... Aber ihr könnt mir vielleicht mal in die Kommentare schreiben, was ich denn jetzt als nächstes hier vor allen Dingen update. Denn in den 10 Stunden, also ihr seht, dieses Video gliedert sich wieder in mehrere Teile. In 10 Stunden ist mein Labor fertig und ich denke, ich mache als nächstes die Zauberschüssel. Denn die schaltet mir den Rage-Spell hier frei und ich denke mal, ja, den brauchen wir später. Den brauchen wir später, wenn wir mit Drachen angreifen. Und ich denke mal... So geht es erstmal weiter mit dem nächsten bauerfreien Bauarbeiter hier. Holen wir natürlich dann den Minenwerfer raus. Also erstmal alles das, was im Shop ist und auch den Tesla. Deswegen habe ich auch hier oben die 1.820.000 erstmal stehen lassen, weil der kostet ja schon eine Mille. Und die Sachen werden ja jetzt deutlich teurer. Aber mal gucken, ob wir nicht hier... Oh, oh, oh. Ja, okay. Das ist natürlich einer, der hat alles hier schön in den Minen und Sammlern. Da gewinnen wir natürlich nicht. Aber das macht jetzt an der Stelle nichts, denn wir holen uns die Ressourcen in jedem Fall. Zumindest das, was hier außen ist. Ah, hier ist natürlich jetzt schon wieder ein bisschen verteidigt.
Und jetzt habe ich natürlich hier den Drogenminenwerfer, den mache ich erstmal weg. Mal sehen, ob der das immer noch schafft. Ja, okay, die beiden Blitze schaffen also immer noch einen Minenwerfer. Ich wusste das jetzt gar nicht. Denn ich habe ja vorher in ganz anderen Sphären, sage ich mal, hier gefarmt. Und schöner dunkler Bohrer hier. Nur für mich ganz alleine draußen. Ja, das ist auch cool. Solche Bases mag ich natürlich auch. Aber es wäre jetzt schön, die gehen ab und zu natürlich leider auf den King. Muss man ganz klar sagen. Und ich kann ja jetzt wieder nur so mit der Maus klicken hier und einfach nur hoffen, dass ich irgendwie an die Lager komme. Aber wir haben jetzt gleich schon das Gold voll. So, hier müssen wir erstmal kurz warten, dass der geschossen hat. Und können natürlich jetzt noch richtig was an Elex mitnehmen. Und ich denke, mal gucken, ob wir nicht gleich noch an den dicken schwarzen Potter oben kommen. So, das Elex nehmen wir noch mit, weil unsere Truppen wären ja auch nicht billiger zum Forschen. Und jetzt nehmen wir erstmal die Kaserne, glaube ich, hier mit. Und das Lager, die machen wir uns erstmal weg. So, wo haben wir denn? Die verschwende ich da mal nicht für. Ich sehe mal zu, dass ich hier das Dunkle noch rauskriege. Mal gucken. 867 stecken sicherlich nicht in dem Sammler hier drin, sondern die sind dann eher wahrscheinlich auch noch im Rathaus und hier unten in der Clanburg vom Clan Elite Copter. So, das dauert jetzt gerade noch ein Sekündchen, bis die mir das weggemacht haben, weil wenn ich jetzt meine anderen Truppen setze, dann gehen die alle auf die Kaserne. Und das will ich natürlich nicht. Ich möchte jetzt gleich wo... Ich mache mal ein bisschen hinter. Nehmen wir mal noch einen zweiten dazu. Da möchte ich jetzt hier zur Ablenkung natürlich meine Barbaren einfach auf den Bogenschützenturm schicken. Und die sollen mir das Lager anpeilen hier. Das machen sie auch. Das klappt sogar ganz gut. Ja, das ohne Gegenwehr hätte ich mal fast gesagt. Holen wir uns hier das Dunkle gerade noch so raus. Und ich denke mal, das kriegen wir auch alles. Ja, wir kriegen alles hier. Und verpulver mit dem. Ich verpulver auch gerne die Truppen. Zumindest was die Bartstruppen hier angeht. Sonst habe ich nachher so eine komische, unförmige Armee. Ein bisschen was von hier, ein bisschen was von da. Und wir holen uns noch das restliche Gold. Also wir sind jetzt schon bei über 2 Millionen. Das ist super. Und so geht das hier voran. 1724. Ah, der King kommt. Mal gucken, wann ich ihn aus dem Shop kriege, wann die 10.000 hier voll sind. 12.500 gehen hier ja rein. Und liege ich da eigentlich richtig? Mit 12.000 liege ich... Wo ist denn da eigentlich? Army ist der, ne? Ah, da ist er. Oh, ich muss noch eine dunkle Kaserne bauen. Eieieiei. Das habe ich ja ganz verpeilt. Stimmt, ich kriege hier Schweinereiter und Lakaien dabei. Oh. Okay, ganz neue Herausforderung. Mist, habe ich nicht rangedacht. Stimmt ja, ich kriege jetzt dunkle Truppen. Die netten Schweinereiter. Ach, das ist ja super. Okay, haben wir also doch noch ein bisschen was vor uns, 3 Tage lang. Und ich denke aber, King hat erstmal Vorrang. Der muss raus. Die dunklen Truppen, da passt ja der Rest noch nicht so richtig zu. Also da muss ich schon relativ gute Riesen zu haben. Und auch ein bisschen Beiwerk, also mindestens die Magier dann auch auf 4. Denn auf 3, die sind in Ordnung, aber sie sind nicht wirklich in Ordnung. So, den nehmen wir mal mit hier. Wir machen den Minenwerfer hier kaputt, weil auf die andere Seite will ich gar nicht. Und nehmen hier nur die Minen und Sammler mit. So, was ich aber auch immer noch mitnehme, das auch nur mal als Tipp, wer es noch nicht fertig hat. Meistens ja in den Ecken sind die Bauhütten, denn da gibt es auch eine Tat. Und es gibt eine Tat, Toto nimmt das Dunkle mit. Das mache ich auch hier an der Stelle. So, hier haben wir natürlich auch noch reichlich, was wir abfarmen können. Und der hat hier auch vor allen Dingen ein großes Lager draußen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Wenn man es nicht gebrauchen kann, stellt man es raus, klar. Aber der Kollege könnte ja ein paar Mauern damit machen. Und ich denke mal, gewinnen werden wir... Mal gucken, ob wir nicht doch noch gewinnen. 28%, 30, ja, 20%. Mal sehen, ob wir uns die nicht hier rausholen. Aus den paar Lagern hier. Und aus den Armeelagern hier. Mal sehen. So, dann machen wir das mal so. Oh, die sind alle gescheitert, okay. Ah, mal sehen, 12% noch. Mal sehen, ob wir die noch irgendwo hinkriegen. Das sieht jetzt zwar ein bisschen komisch immer aus, da dürft ihr euch nichts bei denken. Ich muss das immer ein bisschen mit der Maus koordinieren hier. Also so ist es leider. Und deswegen sieht das immer so ein bisschen behende aus. So, 49%, jawohl. Das haben wir gewonnen.
Dann haben wir zwar was gewonnen, aber wir haben natürlich nichts im Event gewonnen, weil ich keine Walküren dabei hatte. Denn das Event heißt ja, nehme richtig viel Walküren und mache das Ganze 10 Mal. Aber hier haben wir trotzdem, glaube ich, ganz gut abgeräumt. Wir schauen mal gerade rein. Ja, 195, ja, 120 Dunkle ist wieder dabei. Also Kleinvieh macht auch Mist, 1800 jetzt schon. Ja, super Geschichte. Ich baue die beiden jetzt nochmal, denke ich mal, komplett nach. Das machen wir 2 Mal einfach train. Dann fordern wir Walküren an, vielen Dank. Und dann soll es das erstmal von hier aus gewesen sein. Also mal eine Folge Rathaus 6 Schräger 7. Rathaus vergessen, jetzt nicht mehr. Ich bin hier am Ball und geht natürlich weiter mit Clankriegen. Es geht weiter mit kleineren Bugs, die ich wieder gefunden habe. Das werdet ihr morgen so ein bisschen sehen. Und ich verbleibe, euer Toto. Clasht.